Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales Nummer 2. Ja, in der letzten Folge und ihr habt die letzte Folge gesehen. Wir müssen jetzt einen Gerichtsprozess gewinnen. Und zwar nach allem Widerwillen. Ich meine, trotz allen Widerwillens, müssen wir Nate rausboxen. Wir müssen den Gerichtsprozess als seine Anwältin gewinnen. Also eigentlich führen wir die Verhandlung für das Vieh. Und den gibt's halt obendrauf. Erwiesener Schwachsinn, euer Ehren. Er ist nicht zurechnungsfähig. Hey! Er hat versucht, mich zu bestehlen. Das liegt in der Tat nah am Wahnsinn. Und sein Intelligenzquotient liegt irgendwo zwischen Leuchtqualle und Höhlentroll. Ich bin nicht schwachsinnig. Er hat die Mary gestohlen und ist damit weggeflogen, ohne Ahnung von Luftschifffahrt zu haben. Und ist er nicht prompt in den Nordlanden abgestürzt? Ich habe nicht... Das ist ein Fest für euch beide, oder? Das Gericht erkennt an, dass er ein Idiot ist. Aber das reicht nicht für Strafverschonung. In Ordnung. Aber ich möchte, dass Idiot in den Akten vermerkt wird. Stattgegeben. Was hast du noch vorzubringen? Geil. Ich möchte, dass Idiot in den Akten vermerkt wird. Die ihm vorgeworfenen Taten sind schwerwiegend. Aber so, wie man einem Troll nicht vorwerfen kann, unverschämt zu sein und streng zu riechen, kann man Nate nicht vorwerfen, sich verwerflich zu verhalten und streng zu riechen. Hey! Er hat einfach einen durch und durch schlechten Charakter. Kannst du Beispiele bringen? Für das verwerfliche Verhalten. Das Müffeln ist offensichtlich. Nun, zum Beispiel macht er einer jungen Dame Avancen und Hoffnungen auf ein gemeinsames Leben, um sie dann wortlos zu verlassen. Ivo... Mitten in der Nacht. Sicherlich nicht sehr fein. Aber zu seiner Verteidigung, er ist ein Pirat. Was kannst du sonst noch anführen? Er ist für seine Handlungen nicht allein verantwortlich, weil er von einer höheren Macht gesteuert wird. Ah, die Voodoo-Puppenverteidigung. Nein, es gibt eine höhere Macht, die ihn, uns alle, kontrolliert, glaube ich. Ja? Achtet auf den Wasserkrug. Wie jetzt bewege den Krug? Das war der Wind. Nein, das war die höhere Macht. Wenn es eine höhere Macht gibt, dann soll sie diese Kokosnuss vom Baum holen. Welche? Wo? Das ist doch unmöglich. Ach. In der Tat. Ach. Du, dreh dich um. Deine höhere Macht soll dir verraten, wie viele Finger ich in die Luft halte. Jetzt habe ich das kapiert. Wir sind die höhere Macht. Mega geil. Oh Gott. Ja, wie viele Finger hält er denn da? Ich sehe es nicht. Mach ich mich jetzt zum Horst, wenn ich drei Finger... Es sind drei Finger. Das ist Hexerei! Jemand beobachtet uns. Sie wollen uns kontrollieren. Und sie wollen mich um den Verstand bringen. Aber ihr kriegt mich nicht! Das war spitze. Wie hast du das angestellt? Wow. Ich weiß nicht. Du meinst, es gibt wirklich eine höhere Macht, die hier alles kontrolliert? Das kann nicht sein. Oh, höhere Macht, wenn es dich wirklich gibt, lass ein grünes Einhorn erscheinen. Siehst du,
Alles nur Einbildung. Hey, warte, ich war noch nicht so weit. Befreie mich. Nein. Es ist an der Zeit, dass ich Nate und das Vieh befreie. Nur das Vieh. Es ist an der Zeit, dass ich Nate und... Achso, da ist der Schlüssel. Okay, guti. Guti. Das Vieh braucht meine Hilfe nicht, um aus dem Ding rauszukommen. Es steht nur aus solidarischen Gründen dort. Es steht nur aus solidarischen Gründen. Aber stimmt. Stimmt. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Komm, Vieh, wir gehen. Wie wäre es mit einem Dankeschön? Ich hab dich nicht darum gebeten. Und wir wären auch herrlich alleine zurechtgekommen, oder, Kumpel? Siehst du? Ich hätte dich einfach an diesem Balken verrotten lassen können. Ach ja? Ich hätte das nicht gekonnt. Aber ich bin es ja auch nicht gewohnt, meine Freunde zu hintergehen. Ich habe niemanden hintergangen. Fee, sag dieser Person, dass der Beweis ihrer Untreue mehr als sichtbar ist. Bitte was? Fee, sag dieser Piratenimitation, dass ich ihm nicht untreu war. Selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte ihm gar nicht untreu sein können. Er hat mich verlassen. Fee, sag ihr, dass ich mir das nicht länger anhören werde. Nate, es geht um den Erzmagier und um Wilbur. Was ist mit denen? Der Erzmagier wurde verflucht und Wilbur wird wegen Mordes gesucht. Das ist doch Blödsinn. Der kleine Kerl tut keiner Fliege was. Wir müssen ihnen helfen. Ich kann nicht. Ich kann dich im Elfenhain absetzen, wenn du willst. Das ist ein Anfang. Der Lebensfunke ist dort bei meinem Vater. Ja, was auch immer. Bist du sicher, dass du den Elfenhain finden wirst? Ah, Vieh. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das kann eine Reise werden. Also schön. Irgendjemand muss hoch zu meinem Vater und ihn um einen Lebensfunken bitten. Anschließend müssen wir Lorem Ipsum aufspüren. Hallo? Ich werde nicht helfen. Das ist dein Problem. Ich bin auch nicht begeistert davon. Aber das Orakel meinte, ich brauche Freunde, um die vor mir liegenden Aufgaben zu bewältigen. Dann würde ich vorschlagen, du suchst dir welche. Leb wohl. Aber ihr müsst mir helfen. Ich kann Mutter unmöglich so gegenübertreten. Die Götter wissen, was sie mit mir tun würde. Zu Recht. Ach ja? Dann sag ihm doch persönlich, dass du ihn im Stich lässt. Dem Frosch? Das ist der Erzmagier. Hast du mir überhaupt zugehört? Und was ist mit Wilbur? Tut mir leid. Es geht nicht. Oh, ich hasse dich, Nate. Ach, Vieh. Komm schon. Schau doch, was sie getan hat. Vieh. Richtig so, Vieh. Genau richtig so. Rutsch, rutsch, Levo! Vieh! Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lässt. Und das ist auch gut so. Meine Mutter darf mich auf keinen Fall so sehen. Ich wurde über deine Ankunft informiert, Evo. Oh, shit. Ach du Scheiße. Tja, also das ist echt Zeit zu gehen, Vieh. Tja, also jetzt hast du alles noch einmal gesehen, wie du wolltest. Lass uns gehen. Was ist mit dir? Warum drehst du dich nicht um? Warum drehst du dich nicht um? Warum drehst du dich nicht als erstes um?
Die Gesellschaft dieses Menschen tut dir nicht gut. Deswegen habe ich ihm auch gesagt, dass er sich von dir fernhalten soll. Du hast was? Was hast du? Also, ich kann das erklären. Nicht nötig. Rutsch, rutsch, Lego. Was ist denn jetzt los? Ihr helfen. Wie käme ich dazu? Taucht einfach auf und was zum Teufel dauert da so lange? Vieh, komm schon, wir wollen los. Ach nee, jetzt spielen wir Nate. Als die Mary noch dem Roten Piraten gehörte, hat er mit ihr nicht nur Vergnügungsfahrten unternommen. Ab und zu wurde auch gearbeitet, wie dieser Käfig für flüchtende Feinde und unvorsichtige Adlige beweist. Nach unserem Sieg gegen Mortroga wollten einige Gnomen-Ingenieure aus Dankbarkeit die Mary tunen. Aber die Mary mag keine technischen Spielereien und ich bin auch so zufrieden mit ihr. Als ich die Mary gerade neu hatte, verstand ich rein gar nichts von ihrer Technik. Heute verstehe ich mindestens doppelt so viel. Das Doppelte von rein gar nichts. Die Mary hat versucht, mir einige Knoten beizubringen. Ich glaube, es hat ihr gefallen, ihr Wissen an mich weiterzugeben. Als nächstes will sie versuchen, Schweinen das Fliegen beizubringen, hat sie gesagt. Ach verdammt, jetzt bin ich von Bord gegangen. Vieh, was hast du denn schon wieder angestellt? Ivo. Ivos Mutter? Oh, komm, holen wir dich erst einmal da raus. Schon gut, schon gut. Das ist verfluchte Elfenmagie. Ja, ich werde Hilfe holen. Warte hier. Warte, ist nicht hier der kleine Baumgeist oder wie das ist? Mensch, wie hieß er denn? Ist eine Rolle Schnur? Keine Spur von Arbor. Aber er hat diese Rolle Windfarben liegen gelassen. Vielleicht wollte er damit Büsche zusammenbinden oder etwas in der Art. Der Kurze wird nichts dagegen haben, denke ich. Das Vieh hat eines Nachts einen Angriff auf dieses Bienennest gestartet. Es behauptet bis heute, es sei der süßeste Triumph seines Lebens gewesen. Es hat 3 Tage gedauert, bis die Bienenstiche so weit abgeklungen waren, dass es wieder normal in einem Bett liegen konnte. Eieiei. Naja, da musste ich mal gerade gucken, ob meine Aufnahme was abgekriegt hat. Da war nämlich einen kurzen Freeze im Spiel und ich weiß nicht warum. Ich könnte auch endlich mal die Colaflasche aus der Hand nehmen. Verfluchte Elfenmagie. Ja, hey, Fee, allerdings. Kannst du da nicht irgendwie rausschlüpfen? Du kannst dich doch sonst überall durchquetschen. Die Stacheln, verstehe. Ach, Mist, verdammter. Ah, oh, das muss doch irgendwie gehen. Schon gut, schon gut. Nee. War nur ein Versuch. Nee. Keine Chance, Nate. Mit der Schnur können wir da... Nee, auch nicht. Ja, die Trauerweide guckt jetzt nach unten. Das ist seltsam. Als ich das letzte Mal hier war, sah der Baum viel glücklicher aus. Können wir hier nicht aufmuntern oder nach oben binden? Auch. Ab zur Bibliothek. Laut Ivo sind das die Schwerter einiger derjenigen, die versucht haben, das Waldlandreich zu erobern. Heutzutage weiß jeder, dass man sich mit den Elfen hier besser nicht anlegt. Das,
Das Minecraft-Schwert ist immer noch echt mega gut. Bücher? Mit Büchern kann Nate doch nichts In meiner anfangen. Zeit hier im Elfenhain habe ich lange Abende hier in der Bibliothek gesessen und ein gutes Buch genossen. Erzähl doch keinen Scheiß. Spaß. Ja, danke. In meiner Zeit hier im Elfenhain habe ich... Ja. Das Vieh behauptet, Olli nicht zu kennen. Dabei ist die familiäre Ähnlichkeit nicht zu leugnen. Olli war früher Buchmacher, hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Ivo meinte, ich würde mir das alles nur ausdenken. Ich hatte bisher nur einmal mit einem Drachen zu tun. Die Gute war vielleicht nicht ganz dicht, aber harmlos. Ich habe nie verstanden, warum es in Ordnung sein soll, Drachen die Köpfe abzuschlagen. Drachen sind vernunftbegabte Wesen. Kein schöner Brauch. Das war. Generell sollte man irgendwelchen Wesen nicht einfach die Köpfe abschlagen, ob sie nun vernunftbegabt sind oder Raum nicht. In diesem Raum bewahren die Königin und der König einige der Geschenke auf, die Delegationen aus weit entfernten Ländern mitgebracht haben. Einiges ist eher bizarr. Ein grüner Zylinder aus Irland oder was? Vielleicht ist der Zylinder ein Geschenk einer Kobold-Delegation. Wobei, dafür ist er eigentlich zu groß. Stimmt auch wieder. Vielleicht ist... Wegen so einer Blüte wurde ich beinahe einmal verhaftet. Ich wusste nicht, warum sie fast überall verboten sind, bis ich zum ersten Mal gehört habe, wie jemand darauf gespielt hat. Ja, nimm noch eine mit. Mann, nee. Bücher. Raus. Dreh die Halterung. Okay, hier ist also nichts weiter. Aber im Gegensatz dazu, wie ich angefangen habe, The Book of Unwritten Tales Nummer 2 zu spielen und mich der gute Herr Möhre noch daran erinnert hat, dass das ja hier die Game of Thrones Dracheneier seien, habe ich jetzt auch Game of Thrones geguckt und ich weiß, dass es die Dracheneier sind. Ich muss vorsichtig sein. Und ich find's cool. Wenn die Königin mich erwischt, darf ich nicht auf Milde hoffen. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er dir einen Antrag macht. Was wäre das für ein Leben für dich gewesen? Du hättest ihn früh verloren, vielleicht schon 50 Jahre nach eurer Hochzeit. Oder wärst du mit ihm in die Welt da draußen gegangen und wärst gealtert wie er? Das wäre grausam, und das habe ich ihm auch gesagt. Wenn man jemanden wirklich liebt, sei es manchmal besser, ihn gehen zu lassen. Du weißt, dass ich sehr überzeugend sein kann. Der menschliche Geist ist schwach und vielleicht war auch ein wenig Magie im Spiel. Hätte ich doch bloß gewusst, dass es schon zu spät war. Hexe! Ach, diese verfluchte Hexe. Es klang alles so richtig. Ich war schon über dem Meer, als mir klar wurde, dass ich vielleicht den größten Fehler meines Lebens begangen habe. Und kein Wunder, dass Ivo mich hasst. Ihre Mutter wird ihr nie erzählt haben, was vorgefallen ist. Im Gegenteil, vermutlich hat sie alles mir in die Schuhe geschoben. Höchstwahrscheinlich, Hexe. Schnapp dir das Schwert. Los. Nicht drehen, sollst du es dir schnappen. Warte mal, das ist doch He-Mans Schwert, oder? He-Man. He-Man wollte den Elfenhain stürmen? Ich glaube nicht. Aber wir gucken nochmal. Ivo meint ja irgendwie, der Lebensfunke wäre bei ihrem Vater. Oh, Schreibpult. Gleich mal gucken, Schreibpult. Die Königin muss die Schildwachen angewiesen haben, die Mary passieren zu lassen. Solange sie keinen anderslautenden Befehl gibt, müssten wir das Waldlandreich jederzeit betreten und verlassen können. Ivo hat sich mit ihrer Mutter, glaube ich, nie wirklich gut verstanden. Aber sie hat sie immer respektiert. Ihre Mutter sei sehr fleißig, sehr gewissenhaft, sehr klug. Doch ich glaube, Ivo hätte sich etwas mehr Zuneigung und Wärme von ihr gewünscht. Wenn die Mutter der Freundin eine Elfenpriesterin ist und man bei ihr einen guten Eindruck hinterlassen will, sollte man das in ihrer Gegenwart nicht als Pool bezeichnen.
Dabei habe ich es nur gut gemeint. Ich habe sie und Ivos Vater sogar eingeladen, sich mit uns reinzusetzen. Nicht dein Ernst. Ich weiß nicht, ob ich hier mit Ivo glücklich geworden wäre. Natürlich ist dieser Ort wunderschön, aber nichts ändert sich oder nur unglaublich langsam. Wer will schon im Haus seiner Schwiegereltern leben, in dem die Zeit praktisch stillsteht? Bob sitzt immer noch da, wo ich ihn vor Monaten das letzte Mal gesehen habe. Bob? Er heißt natürlich nicht wirklich Bob, aber sein Elfenname ist zu kompliziert und lang, um ihn sich zu merken. Und ihm gefällt Bob. Bob. Hey, Bob. Nate, mein Junge, was machst du denn hier? Ich habe Ivo auf Tugato, der fliegenden Pirateninsel, gerettet und sie hierher zurückgebracht. Zumindest so ungefähr. Dann habt ihr euch wieder vertragen? Dafür ist es zu spät, glaub mir. Dafür ist es nie zu spät, glaube mir. Deine Frau hat Ivo verhext und das Vieh gefangen genommen. Ich werde beide befreien und dann werde ich... Ich würde zur Geduld raten, mein ungestümer Freund. Was ist geschehen? Die Königin hat Ivo im Garten entdeckt. Sie ist schwanger, wusstest du das? Ich hoffe, du sprichst von Ivo und nicht von meiner Frau. Ja, das wusste ich. Sie hat Ivo in einer Art Schlaf fallen lassen. Feora weiß um die Bedeutung von ausreichend Zeit, um weise Entscheidungen treffen zu können. Es ist kein einfacher Schlaf. Es ist eine Art Auszeit. Für Ivo steht die Zeit still, bis ihre Mutter sie wieder zurückholt. Und wann wird das sein? Sobald sie weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Jahre? Sie hat kein Recht dazu. Wir müssen Ivo zurückholen. So wie der Iltis das Brot der Schleiereule aufmuntert. Was? Was? Wie bitte? Wie ein Iltis? Ist auch egal. Wie können wir Ivo aufwecken? Ohne die Hilfe ihrer Mutter? Gar nicht. Dann müssen wir sie zwingen. Sie darf Ivo nicht gegen ihren Willen gefangen halten. Mit Zwang, Gewalt oder Tricks wirst du keinen Erfolg haben. Feora will das Beste für Ivo. Auch jetzt. Und sie wird ihre Tochter verteidigen. Würde sie erkennen, dass sie nicht in Ivos Interesse handelt, würde sie Ivo gehen lassen. Da bin ich mir sicher. Ich soll mit ihr reden? Um Himmels Willen! Du wärst tot, bevor du deinen ersten Satz gestammelt hättest. Hey! Ich habe die Königin belauscht. Sie hat Ivo nie erzählt, was geschehen ist, nicht wahr? Was ist geschehen? Du bist eines Nachts einfach verschwunden. Es war alles die Schuld deiner Frau. Sie hat mich verhext. Ich wollte Ivo einen Heiratsantrag machen. Sie hat mich abgefangen und mir Dinge eingeflüstert. Ihre Worte wären an dir abgeperlt, wenn sie nicht etwas gefunden hätten, an dem sie sich festhalten konnten. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich Ivo einen Antrag machen soll. Ich liebte sie, aber ich liebte auch meine Freiheit. Götter und Gelehrte nennen das kalte Füße kriegen. Wegen meiner Füße konnte sie mich also manipulieren. Sie hat deine Zweifel verstärkt und dich aus den Augen verlieren lassen, was wirklich wichtig war. Deine Liebe zu Ivo. Aber ich wollte nicht, dass sie mir beim Sterben zusehen muss. Und ich wollte erst recht nicht, dass sie mit mir in die Welt dort draußen geht und selber alt wird und stirbt. Wäre es nicht die Entscheidung meiner Tochter gewesen, welche Opfer sie für dich bringen will? Immerhin ist sie die Klügere von euch beiden. Eindeutig. Ich gucke gerade auf die Uhr und es ist schon wieder viel zu spät. Verdammt, noch eins. Ich denke mal, mit dem Rest des Gesprächs fahren wir fort in der nächsten Folge. Bis dann. Adio.